Jo, was geht? Ich bin heute in Hilden unterwegs und wollen wir mal gucken, was die Innenstadt hier so kann. Ich nehme euch mal ein bisschen mit. Da hinten ist eine Kirche. Das sieht irgendwie nice aus. Ich werde heute wenig reden. Ich habe super wenig geschlafen. Oh Mann. Eigentlich mega nice. So auch von den Preisen. Hätte ich mir auch gerne was gegönnt. Sieht auch ultra gemütlich aus, aber ich finde, das ist jetzt nicht für so ein schönes Wetter. Ich will dann, wenn irgendwas draußen frühstücken. Okay. Kommt einem vor, als wenn man jetzt in einer ganz anderen Stadt ist, eine ganz andere Straße. Ich kenne mich hier überhaupt nicht aus. Ich war zwar schon öfter in Hilden, aber ich weiß nicht, ich glaube nur einmal oder so in der Innenstadt und das abends. Ich glaube, Hilden kann schon was. Ja, sowas wäre doch schön zum Sitzen, aber nicht bei dem Baulärm. Das muss wirklich nicht sein. Aber kein einziger Laden leer, muss man wirklich sagen. Habe ich mir schon gedacht. Ich war jetzt hier in dem Handyladen. Die Bauarbeiter sind lustig. Die machen die ganze Zeit auf Polnisch irgendwelche Witze und beleidigen sich so aus Spaß. Ich kann ja ein paar Worte Polnisch. Ja, ich habe jetzt gerade ein Kabel gekauft, damit ich mein Handy an mein MacBook anschließen kann und dementsprechend etwas leichter schneiden, beziehungsweise eigentlich ordne ich das sowieso auf dem PC noch vorher. Aber es vereinfacht, denke ich mal, schon das eine oder andere. Und ja, habe für Gung noch was gefragt, weil ihr Handy ist nämlich kaputt, wie teuer die Reparatur wäre. Und das ist auf jeden Fall, das ist auch krass, die Hälfte von der Reparatur, die es in Wilhelmshaven kosten würde. Nämlich 200, überall, wo sie gefragt hat. Ich glaube, in zwei verschiedenen Läden, zwei oder drei verschiedene Läden. Und hier 100 Euro. Und der andere Laden, wo ich hingeschrieben habe, habe ich auf der Internetseite geguckt, 120 Euro. Also komisch. In Wilhelmshaven sind irgendwie einige Sachen teurer, aber einige Sachen auch günstiger. Das ist ganz, ganz anders irgendwie. So, ich bin jetzt auf diesem Platz hier zurück, wenn man das so nennen kann. Hier war auf jeden Fall der Vibe am angenehmsten, fand ich, bisher. So, also was die Außenbereiche angeht. Mal gucken, was man sich denn jetzt hier mal so gönnen kann. Ja, ist wirklich ganz nett. Hat auf jeden Fall seinen Reiz. Aber was ist denn da hinten? Sieht so nach Park aus. Wirklich nice. Direkt quasi in der Stadt so ein Park. Und ein schöner, crispy, klarer Bach. Relativ. Kann man nichts sagen. Ich vermute irgendwie, dass das der gleiche Bach ist, der auch durch die Hildener Heide fließt. Nee, aber so ein richtiger Park ist das, glaube ich, doch nicht. Gehen wir wieder zurück. Aber hat auf jeden Fall was. Das ist übrigens der Itterbach. Gerade mal bei Google Maps nachgeguckt. Auf jeden Fall schön, dass der sich hier so durch die Stadt schlängelt. Und ich würde, glaube ich, gleich gerne zum Stadtpark sehen. Den habe ich gerade auf der Karte gesehen. Wollen wir mal gucken. Aber erstmal will ich irgendwie eine Kleinigkeit essen. Okay, reg dich ab, Kapitän. Oder. Ich habe gerade was entdeckt. Kann man es erkennen? Ich hoffe. Ja, nicht so richtig. Werdet ihr gleich sehen. Ihr könnt euch das schon denken. Ich denke. Zumindest die Zuschauer, die mich schon lange verfolgen. Boah, ich kann heute gar nicht sprechen. Irgendwie ganz komisch. Jetzt kann man es aber sehen. Yo. Aber gar keinen Bock, ehrlich gesagt. Wirklich nicht. Deswegen verzeiht es mir. Den Konsum werde ich mir heute auf jeden Fall sparen. Aber mal hierher flanieren kann nicht schaden, ne? Ich will nicht. Nein, die Sucht ist stärker. Nein, ich bin stärker. Ja! Was ist das hier? Marktpassage. Alter, was es hier nicht alles gibt. Geil. Ah, krass. Von hier kannst du dann auch in die Spiele. Optimal. Aber ich bin immer noch stark. Könnt ihr vergessen. Krass, ne? Und zack, sind wir dann wieder ganz woanders. Boah, die Kirche sieht fett aus. Da gehen wir mal eben hin. So von der Atmosphäre her finde ich richtig nice. Hilden ist halt, glaube ich, auch so eine Stadt. Da ist alles ziemlich gebündelt. Und ich habe schon fast so ein bisschen Großstadtatmosphäre hier. Finde ich sehr, sehr nice. Auf jeden Fall. Ist auf jeden Fall super, super viel los. Und das für morgens in der Woche. Unfassbar. Schade. Bei uns sind die Mann. Kirchen nur samstags vormittags und mittwochs vormittags. Ah, gut zu wissen. Vielen Dank. Nur für uns. Wow. Und er sprach, es werde Licht und es war. Oh ja.
Toll. Einfach magisch. Ja, wirklich eine schöne Kirche. Genießt einfach den Vibe. Dankeschön. Da ist über die Geschichte. Ja. Wenn Sie da noch in Ihrem Kanal irgendwas an Informationen reingeben, ja, dann erzähle ich Ihnen. Klar, gerne. Ein paar Sachen, man sagt. Darf ich Sie filmen? Ja, darf ich. Ja, super, alles klar. Ich bin hier in der Gemeinde Presbyterin. Ich gehöre okay. Zum Presbyterium. Ja, ja, schön. Man sagt, dass die Kirche so gebaut worden ist und die Emporen dazu dienten, um auf dem Jakobsweg die Pilger in der Nacht unterzubringen, damit die sicher sind. Ja. Die Emporen sind nicht so ausgerichtet, dass man hier den Gottesdienst erleben kann. Ach so, okay. Sondern die sind eigentlich so ausgerichtet, dass die da gerade sind. Aber ob das so stimmt, das ist nicht ganz sicher. Okay. Wir erzählen es alle. Wir finden das einfach schön, der Gedanke. Ja. Das könnte auch stimmen. Ein Gedankenspiel sozusagen. Weil die Kirche hieß, als sie gegründet wurde, St. Jakobus. Ja. Wie heißt sie jetzt? Ich habe noch gar nicht geguckt, ehrlich gesagt. Reformationskirche. Ach so, okay. Alles klar. Die ist im Ursprung katholisch gewesen, natürlich. Ach, ja. Ja. Und zur Reformationszeit ist sie dann evangelisch geworden. Ja, cool. Und dann hieß sie es die evangelische Kirche. Und als wir die evangelische Gemeinde noch die anderen Kirchen gebaut haben hier, hat sie den Namen Reformationskirche bekommen. Und dieses Kunstwerk, wir hatten immer das Gefühl, dass diese Empore, dass das so grau, so unschön aussah. Und dann haben wir eine Künstlerin beauftragt, etwas zu entwickeln. Und die hat das entwickelt und jeder stellt sich etwas anderes vor. Manche einen Kelch, manche Engelsflügel, manche so erhobene Arme. Manche sagen, das ist die Säule, das tragende Element für die Orgel. Also aber das ist gerade das Schöne. Das passt daran. Super gut zur Orgel. Ja. Mega. Das finde ich auch. Ich hätte jetzt als erstes gesagt Rauch. So, für mich. Ja. Irgendwie, ja. Wieder was anderes. Ja. Nee, aber Hände sehe ich auch irgendwie. Ja. Der Kelch. Ja. Ja. Ja, es ist eine wunderschöne Kirche. Ja. Eigentlich. Schöner Ruhepol auch. Ja. Wie alt ist die Kirche? Ja, von 1200 und. Boah, schon richtig alt. Wow. Ja, sehr alt. Und dann wahrscheinlich nochmal immer wieder restauriert. Wir haben erst vor ein paar Jahren die Prinzipalstücke. Prinzipalstücke nennt man die drei Sachen, das Taufbecken und der Ambo und der Altartisch. Die haben wir vor ein paar Jahren erst verändert. Ach so. Das waren ganz schwere Teile aus einem Granit oder irgend sowas, die wir da hatten. Und dann haben wir Künstler beauftragt, ein Modell einzureichen. Und die Modelle sind dann hier ausgestellt gewesen. Und dann konnte die Gemeinde wählen, wofür sie sich entscheiden. Und das ist es geworden. Ich habe mich dafür auch entschieden. Schön. Weil ich finde, es wirkt so filigran und passt einfach. Passt gut, ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Ja, auf jeden Fall. Darf ich das mal aus der Nähe filmen? Ja, super. Wunderschön, danke schön für diesen tollen Einblick. Gern geschehen. Mega nett. Das war Zufall, dass ich da war. Oder? Und hat Sinn gehabt. Ja, genau. Höhere Bestimmung würde ich, glaube ich, eher sowas, sagen. Genau. Ja. Gut, bitteschön. Ja, hier sieht man die Kirche nochmal von außen.
Einfach nur toll. Ich freue mich total. Vielen Dank nochmal für die Möglichkeit. Ah, hier ist auch die Kirchengemeinde. Auch wenn ich jetzt nicht mehr so die große Verbindung mit der Kirche habe, dennoch überschneidet sich viel mit meinem spirituellen Glauben. Also ich sehe da schon in der Bibel sehr viele Parallelen. Und Gott gibt es für mich schon auch. Ist halt nur irgendwie eine Definitionssache. Ganz, ganz tolles Bauwerk auf jeden Fall. Und ja, wollen wir mal gucken, was es hier noch in dem Flyer gibt. Setzen wir uns da vorne mal auf die Bank. Gesetz der Anziehung, gerade noch von Spiritualität gesprochen. Schon finden wir es hier drin wieder. Wir machen das so, wenn ihr wirklich Interesse habt, das durchzulesen, ich mache jetzt mal ein paar Fotos, dann könnt ihr Pause machen, so wie ich das immer gerne mache, weil sonst springt das so ein bisschen in den Rahmen. Ach was! Bauherr der Kirche ist nach heutigem Kenntnisstand Graf Engelberg der Erste, gleichzeitig Graf von Berg. Ach was, echt? Der hat ja auf Schloss Burg residiert, beziehungsweise es war ja seine Burg. Ach du grüne Neune. Gleich sind ja noch ermordet worden, auf dem Weg zur Einweihung. Was für ein mieser Film. Richtig krasser Wind heute. Aber ich versuche jetzt mal Fotos für euch zu machen. Falls ihr interessiert daran seid, dann pausiert doch bitte dann gerne. Und ich werde mir den Flyer dann zu Hause mal in Ruhe durchlesen. Krasser Typ. Hat auch lange gelebt, ne? Verhältnismäßig für die Zeit. 74 Jahre. Toll. In Hilden geboren und in Bern gestorben. So eine schöne Stadt hier. Da kannst du doch nicht wegziehen, Bruder. Hier sind wir noch nicht durchgegangen. Da gibt wahrscheinlich noch viele so Gassen und sonst irgendwas. Die Leute denken immer, ich rede mit mir selbst. Auch geil. Im Prinzip ist es ja auch nicht anders. In dem Moment zumindest. Eigentlich ja nicht, aber irgendwie schon. Und das macht mich auch furchtbar glücklich. Oh Mann. Nuckelpinte. Alles klar. Michi! Es ist nichts kaputt. Oh, jetzt läutet die Kirche. Wäre ich mal da geblieben. Ich habe gar nicht auf die Uhr geguckt. Hätte ich mal darauf achten können. Aber egal, wir sind ja in der Nähe. Wir haben ja noch Zeit. Wir können ja noch näher rangehen. Ach, herrlich, Wilhelm, ne? Was für ein Vibe. Einfach mal genießen. Komm, die Kirche ist lauter als der blöde Baulärm. Zukünftig Leute von der Kirche zu sehen werden, also zumindest für diesen Vlog, weil ich den Namen mitgeteilt habe, der netten Presbyterin, muss ich mich leider heute mit meinen flachen und schmutzigen Witzen zurückhalten. Mann, du Mist aber auch. Aber vielleicht auch nicht so sehr, weil die war wirklich sehr nett und ich glaube, sie und andere Menschen in der Kirche verstehen auch sehr viel Spaß. Wir sind ja nicht in der katholischen gewesen, ne? Nee, nichts gegen Katholiken, katholische Kirchen sind auch immer nice. Nicer Vibe. Die evangelischen sind meistens ein bisschen schlichter gehalten, obwohl das ja eine katholische war. Und die ist wirklich von der Architektur, ist es ja wirklich der Hammer. Ja, einfach schön. So von der Inneneinrichtung ist es meistens schlichter gehalten. Was ich aber eigentlich auch viel, viel besser finde, weil es geht ja eigentlich gar nicht darum, um diesen ganzen Glanz, den diese Figuren ausstrahlen und so weiter, sondern wirklich um den Glauben an sich. Und in der katholischen wird man da aus meiner Sicht oft zu sehr abgelenkt. Deswegen. Aber zum Anschauen natürlich, klar, sind katholische meistens noch geiler. Aber es war wirklich schön. Also war wirklich eine ganz, ganz tolle Kirche. Und vielen Dank nochmal für die Möglichkeit. Die Straße gefällt mir irgendwie am besten. Ich glaube, das ist auch die absolute Hauptstraße. Und dann am Ende halt die Kirche. Finde ich sehr nice. Sehr nices Building, aber das noch mehr. Oder obwohl, ja. Ich finde, das hat so was Westernmäßiges ein bisschen. Das alte Bürger, das Bürgerhaus. So, was gibt es denn hier noch? Ich brauche natürlich auch einen DM. Ah, hier gibt es New Yorker. Pigung, da ist ja schon mein Freund. Choc di Carb. Wäre ich momentan nicht so vegan unterwegs. Übelste Gönnung, ich hätte richtig Bock.
Ja, man soll ja immer seinem Herzen folgen, ne? Aber ich weiß nicht, ob es eine Herz- oder Kopfentscheidung ist. Ich hab einfach Bock, scheiß drauf. Sieht auf jeden Fall mega nice aus. Junge, was für eine Aktion. Und die sehen richtig gut aus. Nehme ich auf jeden Fall welche mit gleich. 89 Cent pro Kilo. Junge, ich habe letztens welche für 5 Euro gesehen. 5 Stück. Das scheint hier irgendwie so eine Art Mittelpunkt zu sein. Ich kehre immer wieder zu dieser Kirche hier zurück. Ich setze mich jetzt hier entspannt auf die Bank. Ich habe auch noch nicht probiert. Das mache ich jetzt mit euch zusammen. Bin gespannt. Mmh. Boah. Mmh. Ich esse ja selten Currywurst mittlerweile. Aber es kommt schon vor, ich habe schon einige gegessen. Die ist schon wirklich Top 5. Richtig gut. Alter. Mmh. Bedienung war übrigens auch sehr nett. Die Leute sind ja auch alle so ein bisschen auf Scherze aus. Also auch die beiden älteren Herren, die da standen, die waren auch super lustig drauf. Die haben ja zusammen Witze gemacht, warum die Pommes denn so lange brauchen und so weiter. War cool. Nicer Vibe hier. Wirklich lecker. Alter, kann ich echt empfehlen. Mmh. Alter. Junge, richtig geil. Einfach nur geil. Ja, sorry für die Zuschauer, die denken, ich bin Veganer. Also ich bin 90% oder momentan sogar noch mehr. Eigentlich habe ich jetzt ewig keine Ausnahme mehr gemacht. Zumindest mit Fleisch. Aber manchmal geht es einfach nicht anders. Es sei denn, ihr hättet eine Vegane gehabt, dann hätte ich die natürlich auch genommen. Aber hatten die leider nicht. Mmh, die ist wirklich brutal gut. Alter, kann gar nicht klappen. Ich habe noch nicht gefrühstückt. Ist für mich sogar verhältnismäßig früh zu essen, weil meistens mache ich ja Intervallfasten. So bis ich versuche, so bis 2, 3 Uhr, klappt aber meistens nicht. Ist dann doch meistens so 1 Uhr oder so. Aber manchmal schaffe ich es auch bis 16 Uhr oder so. Aber wenn man sich gönnt, dann gönnt man sich. Ich glaube, ich muss mich ein bisschen revidieren, was die Currywurst angeht. Nicht Platz 5, sondern sogar Top 3 oder so. Also die war wirklich heftig. Sowas hier finde ich übrigens sehr, sehr gut. Da müssen die Pfandflaschensammler nicht in den Mülleimer greifen. Ganz ehrlich, das könnte echt in einigen Städten mehr sein. Aber ich sag ja, Hilden kann was. Definitiv. Jetzt kommt Mindful Man, der große Wohltäter. Sogar echt. Hat sich doch gelohnt. Ein bisschen trocken. Ach so, die sind alle umgekippt. Ja, jetzt reicht es aber auch. Sip, 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 sip. Oh Mann, ich bin heute wirklich komplett neben der Spur. Alter, dieser Schlafmangel kickt richtig krass. Ich habe gerade aus Versehen, die hat Gott sei Dank drüber gelacht, eine Frau beleidigt. Und ich wollte es eigentlich genau andersrum sagen. Sie meinte zu mir, ja, BVB-Fan bin ich auch. Ich so, ja, ich bin aber nicht mehr so. Ich habe früher jedes Spiel gesehen, aber heute fast gar nichts mehr. Und dann meinte sie, ja. Und dann habe ich daraufhin halt auch noch gesagt, ja, da wächst man vielleicht so ein bisschen raus. Und dann meinte sie, was soll ich denn sagen? Die waren nämlich wesentlich älter als ich. Also, weiß ich nicht. Anfang, Mitte 60. Dann meinte sie so, ja, was soll ich denn dann sagen? Und dann habe ich so gesagt, ja, vielleicht sind sie jünger, als sie aussehen. Ich wollte eigentlich sagen, vielleicht sind sie älter, als sie aussehen. Ja, egal. Sorry dafür. Sie hat auf jeden Fall gelacht, mit Humor reagiert. Und ich weiß auch nicht, ich bin heute nicht so richtig ganz da. Keine Ahnung. Egal, macht nichts. Ich denke, es ist trotzdem ein sehr cooler Vlog. Der Vibe stimmt auf jeden Fall. Ich finde es hier mega, mega nice. Ja, ich glaube, so innenstadtmäßig haben wir auch so ziemlich alles gesehen. Übrigens, ach so, ja, die Currywurst. Also die kamen übrigens auch nicht von hier. Ich habe mich ein bisschen länger mit denen unterhalten. Und schöne Grüße, falls ihr das seht. Immer wenn die nach Hilden kommen, dann gehen die zu dieser Currybude. Die sind auch riesen Fans davon. Also das kann man auf jeden Fall empfehlen. Ist anscheinend nicht nur mein Geschmack.